In der Klimakrise kann sich die Bewegung gerade zwischen Irrelevanz und Militanz entscheiden, meint der Aktivist, der zwar keine aktive Rolle mehr bei Ende Gelände einnimmt, aber in der Klimabewegung generell gut vernetzt ist. Zerdepperte Autoshowrooms, zerstörte Autos, Sabotage in Gaskraftwerken oder an Pipelines. 1000 Tonnen Wasser haben sich aus dem zerberstenden Großaquarium Aquadome in die Straßen der Hauptstadt ergossen. Alle Exponate, über 1500 Fische fanden den Tod, Menschen wurden verletzt. Aber was ist da passiert? Bisher hält sich die ermittelnde Behörde zurück mit Aussagen. Man hat nur so viel kommuniziert über die Regierungsstellen. Man gehe von Materialermüdung aus. Nun ist aber dieses Aquarium, was tatsächlich 16 Meter hoch ist, 11,5 Meter breit ist, was in der Mitte einen Aufzug beinhaltet, bis zum Sommer 2022 modernisiert worden. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren muss entweder hier durch Pfusch diese Materialermüdung eingetreten sein, oder aber es handelt sich doch um einen Angriff auf ein weiches Ziel. Dieses Szenario ist im Augenblick nicht erste Wahl, aber dennoch lohnt sich ein Blick darauf, gerade im Hinblick auf die Radikalisierung der Umweltgegner, die derzeit in Deutschland aktiv sind. Wieso, weshalb und warum das tatsächlich so spannend ist, möchten wir jetzt beleuchten, denn es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Selbst wenn es dieses Mal nicht zutrifft, möchte ich euch zeigen, wie gefährdet solche weichen Ziele sind. Man spricht gemeinhin von weichen Zielen, wenn es Objekte sind, die tatsächlich nicht zu 100% geschützt werden können. Wie eben hier ein Museum, eine Ausstellung. Es kann aber auch Public Viewing sein beim Fußball oder ein Konzert. Das sind weiche Ziele, die tatsächlich für terroristische Anschläge, aber auch tatsächlich als Zielobjekt für unsere Klimakaoten durchaus eine Rolle spielen können. Und dass das nicht so weit hergeholt ist, da möchte ich an 2 Sachen erinnern. Einmal an die Aussage von Luisa Neubauer, damals in Kopenhagen, als sie gemeint hat, man träge sich nur mit dem Gedanken, eine Pipeline zu sprengen. Ja genau, das war dieser Augenblick hier, als sie dies kundgetan hat und nachher gemeint hat, sie hätte nur ein Späßchen gemacht. Aber wie ernstzunehmend diese Späßchen sind, hat tatsächlich in einem Interview mit dem Spiegel Tadzio Müller, genau, das ist der da, als im Raum stand, dass bei der Sitzblockade in Berlin, der einst das Sonderfahrzeug nicht schnell genug zu der überfahrenen Frau kam, gemeint hat, shit happens, sowas kann passieren, man muss halt, wenn man für eine Sache einsteht, tatsächlich auch solche Sachen in Kauf nehmen. Wir haben kein Klimakuscheln, es ist ein Klimakampf. Also deshalb sollte man auch hier drüber nachdenken, dass solche spektakulären Aktionen zur Befreiung, zur Aufmerksamkeitserregung dafür dienen könnten, um zu zeigen, wozu man bereit ist. Das steht übrigens auch in einem Zusammenhang mit dem Interview, was Tadzio Müller mit dem Spiegel gegeben hat. Ich zitiere hier tatsächlich wörtlich. Die materiellen Kosten für klimaschädliche Konzerne hochtreiben oder auf die Sympathie der breiten Öffentlichkeit bauen. Das ist eine alte Strategiefrage in der Klimabewegung. Aktuell kocht sie wieder hoch, nachdem der Ende Gelände-Mitbegründer Tadzio Müller im Interview mit dem Spiegel eine grüne RRF prognostiziert hat. Zwischen Irrelevanz und Militanz entscheiden. Leute, wenn ihr glaubt, das wäre schon heftig, das geht weiter. In der Klimakrise kann sich die Bewegung gerade zwischen Irrelevanz und Militanz entscheiden, meint der Aktivist, der zwar keine aktive Rolle mehr bei Ende Gelände einnimmt, aber in der Klimabewegung generell gut vernetzt ist. Zerdepperte Autoshowrooms, zerstörte Autos, Sabotage in Gaskraftwerken oder an Pipelines. Das wird es in Zukunft auf jeden Fall geben. Soweit Herr Müller. Damit erscheinen auch solche Maßnahmen natürlich jetzt in einem ganz anderen Licht, denn es sind weiche Ziele und man kann auch hier eine krude Notwendigkeit gegen solche Exponate herleiten, indem man sagt, Fische gehören ins Meer, das waren Salzwasserfische im Übrigen, die hier in diesem Großaquarium zur Schau gestellt wurden und sie sollten tatsächlich nicht von Menschenhand gefangen gehalten werden. Ähnliche Diskussionen hat man ja schon bei Delfinarien und der SeaWorld in den USA erlebt. Man darf weiter gespannt sein
und verfolgen, inwieweit hier tatsächlich eine entsprechende Entwicklung sich abzeichnet. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn euch das gefallen haben sollte und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über das, was die aktuelle Tagespolitik ausmacht, aber auch was die Persönlichkeiten und die Gesichter unserer Politik betrifft, dann abonniert diesen Kanal, lasst einen Kommentar da und helft uns dabei zu wachsen und unseren Platz zu finden. Wir haben für euch den Finger am Puls der Zeit, das Ohr an der Straße und beide Augen auf das, was sich hier in Deutschland tut. Wir sind der Meinung, der Lebensraum Deutschland ist wertvoll für alle, die hier ein Zuhause haben.